Deutschland erlebt aufgrund des Klimawandels immer häufiger Hitzewellen und hat sich bereits deutlich erwärmt. Zu diesem Ergebnis kommt der Klimamonitoring-Bericht, den Bundesumweltministerin Lemke vorgestellt hat. Also unser Spitzenwert. Entschuldigung, zieht jetzt langsam aus. Die Durchschnittstemperatur habe sich seit 1881 um 1,7 Grad erhöht. Das sei stärker als im Rest der Welt mit 1,2 Grad. Das ist das Kajati. Entschuldigung, es ist ein bisschen früh am Morgen. Ergebnis der Studie ist zudem, dass Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit gehört. In Frankreich. So, und zieht jetzt in Richtung Westalpen. Wird uns der technologische Fortschritt mal wieder retten? Das ist eine wundervolle Frage. Da gibt es eine einfache Antwort. Mathematik. Also, die Frühtemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad in den Mittelgebirgen noch im einstelligen Bereich. Im Norden und Osten.